Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. So, wie geht's unserem kürzlich eingesperrten Ketzer? Das habe ich am Ende der letzten Episode noch gemacht. Ach, den habe ich schon umerzogen. Dafür ist er noch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Nee, den will ich nicht ins Gefängnis stecken. Den inspiriere ich einfach. Mensch, haben hier viele alte Kultmitglieder. Sollten wir noch mal opfern. So. Und passt. Dann müssen wir mal nach den Ressourcen schauen, obwohl ich glaube, das passt noch. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal streng nach Vorschrift beten und dann gehen wir wieder in diesen Wasserdungeon, damit wir Calamari irgendwann demnächst umbringen können, also den nächsten Boss. Aber dazu schalten wir hoffentlich bessere Waffen frei. Schauen. Ne, eine brauchen wir noch. Dann machen wir doch Kudals Segen, dann ist es hier unten fertig. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Finde ich gar nicht so toll. Ich mag nämlich hohe Stufen am liebsten. Ja, das machen wir als nächstes. Können nur stärker werden. So, jetzt ernsthaft, wie läuft es mit dem Opfern? Will noch einer? Hat wer noch nicht? Ist bestimmt noch am Ablaufen. Ja, Abklingzeit läuft. Boah, dann nichts für ungut. Versuch noch ein bisschen zu leben. So, also in den nächsten Dungeon, in der Hoffnung, dass sie keine Krankheiten oder Hungersnöte beschwört. Oh, das ist auch eine schöne Anhängerform. Aber wir haben 14 Stück, das reicht für den Anfang. Und wir kriegen ja hier wahrscheinlich ein, zwei wieder mit. Oh, schauen wir mal, wie es läuft. Ein Hammer. Nicht so begeistert. Ja, ich finde Tentakeln eigentlich immer cool. Ach komm. Echt die Quallen nicht getroffen. Diese Trainingsholzteile sind echt widerstandsfähig. Gut, macht ja Sinn. Sollen ja auch ein bisschen was aushalten. Na, trotzdem. Boah, Hammer ist so langsam. Ich will eine Axt. Genau deswegen. Reichweite nicht hoch, aber Geschwindigkeit gering. Das ist irgendwie eine ungute Mischung. Ein blaues Herz kam ruhig. Wie auch immer. Ich meine, der Schaden ist nice. Ja, können einem ja nicht gleich die ultimative Waffe geben, das verstehe ich natürlich auch. So, links hängen Skelette, überall hängen Skelette, okay. Geh mal zuerst mal nach links. Attacke! Schwere Attacke! Also die schwere Attacke bei dem Hammer ist nice. Die macht schön viel Schaden. Wieso bewegst du dich nicht? Mir ist es egal. Wenn du stehen bleiben willst und nicht draufhauen kannst, dann mache ich das. Relikt Transmogrikon. Verwandle einen zufälligen Gegner in Kleinvieh. Das macht man bei der ersten Gelegenheit. Obwohl beim Bosskampf wäre das ja praktisch. Ist ja dann ein beliebiger Gegner. Und wenn nur der da ist und kein anderes. Ah, dann hebe ich es mir auf. Ich weiß nicht, ob das verzehrend ist. Also ob das nur einmal eingesetzt werden kann. Und Tarotkarten. Hoffentlich ist heute was Gutes dabei. Ja, bloßer Spieler. Nimm mal ein blaues Herz dazu. Warum denn nicht? Seid ihr immer noch nicht tot? Was wollt ihr denn von mir? Ah, ist nämlich Reichweite. Die können Dinger verschießen. Au. Nein? Keine Feuerbälle. Nur zu schlichtem Ausweichen.
Und weiter geht's. Ja, mit den Klümpchen. Qualle! Ja, viel zu langsam. Also, Herz, zerbrechliches, keine Ahnung, Holz, Doppeltherz, Follower. Wir nehmen die Holzroute. Dann bim, dann sind wir mal ordentlich auf dem Holzweg. Nicht schlecht. Da bin ich öfters unterwegs. Vor allem, wenn es darum geht, Quallen zu nützlichen Ressourcen umzuwandeln. So. Dürfte schon abgeschlossen sein, dann... Ja, ist eigentlich egal. Boah, nicht mal den. Wie gesagt, komplett egal. Diesmal zwack mal hier nur was ab. Und spring nicht gleich dem erstbesten Bosskampf entgegen. Das sind noch Kristalle. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Davon haben wir noch gar nicht so viele. Das sieht gut aus. So. Hör mal auf, deine Kinder zu verschießen. Das ist ja wie ich, wenn ich mal... viele, viele Kinder, die verschossen werden. Potenzielle Kinder. Gute Kinder. Wahrscheinlich auch faule Kinder. So. Ja, wie gesagt. Quallenfischen ist nicht so mein Spezialgebiet. Zumindest auf Lagerfeuer kann ich ganz gut eigentlich dreschen. Das habe ich mittlerweile gelernt. Nein, 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 mach doch sowas nicht. Boah, das hat jetzt aber gelegt. Aber wie ich denn? Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden. Und er bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister... Die anderen Bischöfe sind dafür verantwortlich. Bitte, ich flehe dich an, verschone mich. Töte Shamura, schicke mich nicht in meinen Tod. Schick mich nicht zu ihm. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde in Sicherheit sein. Sorry. Kann ich leider nicht machen. Einen klaren Auftrag. Dann verliere ich ja meine Kraft. Dankeschön. Was bist du für ein Riesenvieh? Was bist du für ein Riesenvieh? Mittelmäßiges Riesenvieh. Ein großer Kristall, der sanft schimmert. Das sieht ganz cool aus. Und kostet 3 Kristall, das macht irgendwie Sinn. Und Tarotkarte. Und Bonusressourcen. Dafür bin ich hier. Vor allem für Bonus-Tarotkarten. Ja, was heißt für mich? Karte wird aufgedeckt. 10% Chance kritischer Treffer. Klingt doch besser. Ja, mit dem Fleisch. Und ich muss verrückt sein. Ich kaufe mir noch eine Karte für 30 Gold. Ein bisschen verrückt bin ich. Ah, ich krieg Medikamente. Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Ja, Schicksal hat gesprochen. Ich muss Gegner treffen. Oh, wer bist denn du? Willst du einen Blick auf die schönsten Antiquitäten aus den Ländern des alten Glaubens werfen, Lamm? Genau, solange meine Schiffe fahren, ist Plimbos Geschäft geöffnet. Wenn dir das Lust auf mehr macht, besuch mich in meiner Zuflucht. Lauter feine, legal erworbene Waren. Haha. Ja, da ist mir die Stimme ein bisschen verrutscht. Schmugglerstätte, nice. Kenne ich auch noch nicht. Wirkt wie ein sympathischer Typ. Gut, es lohnt sich immer, deren Einrichtungsgegenstände zu zerstören. Ich fühle mich nur halb schlecht. So, was haben wir? Mehr Tentakeln, gut. Wiederverwerten. Tentakel. Komm schon. Einfach unschaffbar. So. Mehr Holz und dann mehr Busch. Jo, viele Quallen. Was ist das jetzt schon? Nee, da ist noch nur eine Schnecke. Oh. Mit nicht viel Holz. So. Richtung Buschkammer.
Und ich glaube, das ist... Einmal müssen wir dann noch den Hammer Kalamar am Wickel. Na, wieso versuche ich es überhaupt mit dem Hammer? Gift! Gift! Gift. Ja, das ist echt eine gute Tarotkarte. So, noch ein Fluch. Jo, was soll's. Nochmal Tentakeln. Nehmer doch. Die Nehmer doch. So. Glaube ich, weiche nicht gut genug aus. Na? Hat er sich selbst zerstört? Irgendwie auch selbst schuld. Hier gibt's neue Relikte, glaube ich. Ne, neue Waffen. Dein Reliktbestie. Ich sehe, Schemach hält sich noch am Leben. Erschöpfung zurück, Zerstörung. Wie es die Natur verlangt. Ausgebrütet wurden wir im Schoß des letzten der ersten Götter. Um göttliche Instrumente zu gewähren und sie doch nie selbst zu nutzen, wie es die Natur verlangt. Ein Ort, ich spüre die Dunkelheit. Etwas von mir, jetzt im Bauch eines großen Biest und durch dessen Knochen, Gelächter. Suche dieses Relikt an diesem Ort. Nekromantenhammer. Das ist eine geile Waffe. Und ein verheerender Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt werden kann. Das ist aber wirklich eine Waffe. Das ist ja viel besser als mein Hammer. Ja, bisschen besser als mein Hammer. Ja, trotzdem nice. Der macht die Dinger platt. Wenn die Vernunft erlischt, gibt es nur noch einen Ausweg. Deshalb muss ich die Flamme meiner Schmiede am Lodern halten. Jo, das klingt nach einem Plan. Viel, viel Vergnügen. Also wir sind jetzt richtig genial gerüstet, das gefällt mir. Und dann kommt nicht mal der richtige Busch. So, lass einen Sturm aus Blitzen. Nee, das nehmen wir nicht. Ich will den ja in harmloses Vieh verwandeln. Will sehen, ob das klappt. Schauen. Ja, läuft. Ich würde sagen, das läuft. Hi. Kennst du schon mein Relikt? Kann ich mich einsetzen? Oh, Menno. Jetzt kann ich es einsetzen. Kann ich nicht. Boah, lass mich doch eine starke Attacke machen, du Arsch. Ich mag starke Attacken. Er hat zwar oft getroffen, aber trotzdem. Hier, ich schluck Gift. Und noch einmal. Muss halt auch treffen. Gut. Hab getroffen. So, ab ins Kellergeschoss mit dir. Und damit meine ich in meinen Kult. Noch nicht zu jenem, der wartet. Was nehmen wir? Blaupause oder Stein? Ach, nehmen wir mal Stein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so wenig Ressourcen. Joa. Dann gehen wir mal weiter. Ja, einmal noch, dann... Beziehungsweise beim nächsten Mal ist schon ein Bosskampf. Ach, das ist schade. Ich dachte, das Relikt könnte man dann auch für Bosse verwenden. Das ärgert mich ein bisschen, dass das nicht geht. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber... Ich hasse das, wenn gute Items und so weiter in Bosskämpfen dann nicht zählen. Ja, ich habe einen Zauber, der irgendwie ein mächtiges Wesen in eine Ratte verwandelt. Verwandelt, dann... Bitteschön. Geht hier kein Gut hier.
Und wartet kurz. Erstmal einsammeln. Anscheinend hat die dann Hunger. Aber du willst was? Anführer, ich bin verliebt, aber Sparkles weiß gar nicht, dass es mich gibt. Könntest du 10 Blumen aus dem Düsterholz für mich sammeln, damit ich meinem Schatz den Hof machen kann? Dacht ihr, liebt nur mich? Na gut. So, dann will ich euch noch inspirieren. Zumindest 3 Stück auf einmal. Ist doch gut genug. So, wir schalten mal frei. Gefängnishammer. Das ist ein Tabernakel. Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie sie nicht am Schrein huldigen. Und gar nicht so schlicht. Opferstatue. Eine Statue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Das gefällt mir auch. Vielleicht besser als eine Toilette. Dann machen wir eine Opferstatue. Und danach das Tabernakel. Eventuell. Tja. Ja, göttliche Inspiration benötigt. Jo, und den werfen wir noch kurz ins Loch. Meine Farm sieht gut aus. Gute Farm. Alles gut? Hast Rückenschmerzen? Ja, kann ich verstehen. Ich sitze auch eher schrimpartig gerade vor. Ah, ich habe ein Toilettenhäuschen. Schrimpartig vor meinem PC. Eins erstmal hin. Können natürlich später nachtoilettisieren. Düngersilo hätte ich auch ganz gerne natürlich. Hier in die Nähe der Farm. Passt. Oh, du bist auch tot. Was machst du denn? Ich brauche wieder neue Gräber. Weil ich noch mehr umfallen. Ich muss mich um Essen kümmern. So. Essen. Beziehungsweise Predigt halten. Predigt. Kommt hier, dann kriegt man noch eigentlich Spätabendmesse unter. Ah, das reicht nicht für die neuen Waffen. So, Ritual. Ich könnte eigentlich ein Ding machen. Ein Festmahl, dann ist Hunger wieder gut. Macht man das doch einfach. Das war wieder freigeschalten. Ja, hier, Festmahl. Hilft das nur dem Glauben oder auch dem Hunger? Sieht alle so unglücklich aus. Komm, haut rein. Nur lecker Sachen. Wo auch immer wir die her haben. Besser nicht nachfragen. War definitiv kein Plastikessen. Wenn es niemand rausgeschmeckt hat. Nee, hat den Hunger nicht behoben, obwohl es ein Festmahl war. So, das kann ich noch reparieren. Und dann koi mal was. Aus Dick Rift. Anhängerloyalität kann sich erhöhen. Sofort übergibt. Naja. Ist halt Fisch, wa? Kann ich auch nicht leiden. Ja, so langsam wird's mit dem Essen. Gut, wir können Gras jederzeit vermampfen. Haben wir halt keine Boni, aber trotzdem ganz okay. Ich glaube, ich könnte auch eine Mahlzeit essen, um blaue Herzchen mitzunehmen. Das habe ich noch nie gemacht bis jetzt. So, du brauchst eine Toilette. Du schnarchst. Schnarcht sonst noch jemand? Sehe ich gerade nicht. Oh, was ist denn mit dir? Willst du dich umerziehen lassen? Ja, also noch ein, zwei Mal, dann ist wieder gut. Oh, du bist zurück und du lebst? Anführer, ich bin heil von meiner Mission, bla bla bla. 37 Holz. Mensch, du bist ein Schatz. Du bist doch ein Schatz. So, dann kann ich mal hier ein bisschen was zusammenklöppeln. Dacht, Jono ist ein Spion? Spion. Sehe ich gerade nicht. Doch, da, Spion. Der verhält sich auch ein bisschen spionhaft. Dann schickt man den doch einfach mal auf was Gefährliches los. Ja, Münze mindestens 28, Knochenanhänger, Blumenkohlsamen. Haben wir gar keine aktuell.
Ja, bring mal Holz mit. Auf Wiedersehen. Wir müssen uns hier nicht um Spione kümmern. Können die einfach zum Ressourcensammeln wegschicken. Boah, das geht hier echt schneller mit Anhängern. Dann holen wir den auch noch kurz zu uns. Ja, ja, bist verschont. Was bist du? Keimphobiker, kränklich. Geborener Skeptiker. Also schon ein potenzieller späterer Opferkandidat. Ah, Hühnchen hat mal wieder lange keins. Aber der wird erstmal ein Kätzchen. Obwohl, lasst mal schauen, wir haben neue freigeschalten. Der wird ein Rabe. Obwohl, das ist eigentlich viel zu cool für seine Werte. Naja. Willkommen an Bord, du betest. So, Samen. Das sieht gut aus. Muss man jetzt hier noch ein bisschen einsammeln, während die das Dünger-Silo zusammenklöppeln. Und dann gehen wir wahrscheinlich ins Düsterholz für, was nicht ganz Kamille heißt, Kamelie. Kamelie, keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Am besten wäre natürlich, hätte man die Toilette direkt neben dem Düngerding hier installiert. So. Düngt, was das Zeug hält. Auch hier bei den Bären bin ich mir nicht sicher, ob die eine Stufe noch weiter wachsen können. Ich will das Spiel mich nur ernten lassen, wenn es ausgewachsen ist. Es sei denn, das ist extra ein Farming-Spiel, wo man dann sieht, dass es eben sind oder nicht. So. Und zumindest haben wir ordentlich Blumenkohl wieder. Ich glaube, ich muss noch jemand anderen. Nein, die Schildkröte ist gealtert. Das war der, der gerade erfolgreich von der Mission zurückgekehrt ist. Ah, Mann. Habe ich keine Ketten, mit denen ich irgendwie deren Leben verlängern kann? Glaub noch nicht. So. Okay, das eine ist definitiv noch nicht gewachsen. So. Ah ja, Baumwolle muss gepflückt werden. Diesmal macht es der Chef und kein Untergebener. Vielleicht auch besser so. Ja. Ich mag, dass das Düngerding so seucht. So, Blumenkohl wieder einpflanzen. Ding wieder einpflanzen. Ich glaube, wir könnten generell eine zweite Farm entwickeln. Auch viele, die gerade beten. Aber eine könnte von mir aus schlafen gehen. Weiß nicht, warum er so rumlungert. Der Opfer. Opferding. Könnt ihr einmal am besten hier machen und... Ah, das ist nicht ganz symmetrisch. Vielleicht doch. Keine Ahnung. Machen wir es mal so. So, kann ich euch noch inspirieren? Nicht wirklich. Ein bisschen. Ich hab's versucht. Ah, Geschenke kann ich euch doch geben. Interagieren, Geschenk, Mondteilskette. Loyalität wird erhöht. Wird doppelt so lange leben wie gewöhnlich. Oh, hier, bitteschön. Hab doch solche Halsketten schon. Dann wird's aber auch hier... Oh, neue Doktrin für mich. So, wie macht man ein Geschenk? Dem Teddybär macht man ein Geschenk. Kleines Geschenk. Ja, Anführer extra für dich ausgesucht. Ein Dönerspieß, oder was das war. So, was haben wir noch für Halsketten? Geschenk. Ah, kann ich nochmal inspirieren? Interessant. Ich dachte, das wird nur einmalig gehen. Anbeten. Und hier würde ich gerne was geben. Geschenk. Blumenhalskette. Schneller Hingabe. Das ist doch genau die richtige Kette für euch. Für dich auch, mein kleiner Rabe. Geschenk. Blumenhalskette.
ich habe noch eine Mondhalskette. Muss er denn nicht mehr schlafen? Ach so, der hat eine andere von mir bekommen. Hat der eine Kette bekommen oder habe ich ihm nur das Geschenk gemacht? Nie schlafen. Ja, klingt gut. Das könnte ich auch den Schnarchsäcken geben. Jo. Du bist ein guter Follower. So. Das macht Papa wieder sauber. Und seht mal, wir haben gar keine Ressourcendinger mehr. Müssen wir mal ein bisschen nacharbeiten. So, hier, die müssen wieder dieses schöne Holz machen. Und nochmal. Und du wirst nochmal umerzogen. Reicht das, oder? Ah, ja, hat ge... Nee, ganz knapp nicht gereicht. So, wollt ihr, dass ich nochmal bete? Wahrscheinlich. Die letzte war gestern Nacht. Das heißt, einmal können wir heute. Und dann können wir noch eine neue Doktrin verkünden. Ja, fantastisch. Ach komm, ich will die nächste Waffenstufe. Dann macht es irgendwie wieder mehr Spaß. So, neue Doktrin und... Also es macht auch jetzt Spaß, aber dann macht es nochmal mehr Spaß. Jenseits, irdische Güter, Gehorsam. Machen wir mal Jenseits. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. Plus 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Verliere nur minus 5 statt minus 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Nö, Glaube ans Opfer. Her damit. Das klingt doch gut. Da geht der Glaube nach oben und die unbeliebten Anhänger gehen nach unten. So sollte es ja ungefähr sein. Ich glaube, die alte Schildkröte, die mir gut gedient hat, können wir auch opfern. Das wird richtig viel generieren. Mal sehen, ob der Cooldown jetzt soweit ist. Sieht nicht so aus. Opfer des Fleisches. Nee, das ist aber eine große Abklingzeit. Na gut. Dann wird der eher auch natürlicherweise dahin siechen. Achso, ich will ja natürlich noch hier Dinger bauen, damit die wieder Ressourcen machen. Holz und Holz. Und Holz. Und dann haben wir nur noch 13 Anhänger. Wir schicken mal einen weiteren auf Mission. Du holst Holz. Wunderbar, viel Spaß. Achso, ich kann ja noch zu dem einen Händler-Typ reisen. Hätten wir jetzt noch einen anderen Anhänger gekauft. Ja, ja, Knochen knacken. Der darf jetzt erstmal eine Weile bei mir leben. Schöne Giraffe. Das ist, glaube ich, eine Giraffe. Obwohl der Hals nicht so lang ist. So, dann schauen wir mal, was der hier zu verkaufen hat. Nur die üblichen Samen. Kürbiskern. Hat, glaube ich, keine. Ja, passt erstmal. 12 Kürbiskerne. Und dann reisen wir. Und zwar zu unserem Schmuggler. An seinen Schmugglerring. Du, hör zu, Lammkotelett. Du schuldest mir ein Schiff. Die Bischöfe sind schon ziemlich fiese Typen. Aber dafür halten sie die Wasserwege offen und sorgen dafür, dass der Handel in dieser Gegend floriert. Aber du da ja hier rumläufst und sie tötest, öffnet das allen möglichen monströsen Bestien Tür und Tor, meine Waren zu versenken. Da muss ich kurz schlucken. Furchterregende Dinger sind das, mit knirschenden Zähnen und übel riechendem Gestank und Fratzen, die Milch gerinnen lassen. Sind das Kühe? Genau wie meine Schwiegermutter. Das machst du also am besten wieder gut. Jedes Mal, wenn ein Bischof stirbt, nimmt ein fieses Monster, das Zeuge genannt wird, seinen Platz ein. Zu deinem Glück kennt Plimbo Leute, die ein hübsches Sümpchen für das Auge eines Zeugen zahlen.
besorg mir die Augen dieser Monster, dann kaufe ich ein neues Boot und wir sind quitt. Du musst dafür bloß an den Ort zurückkehren, wo du einen Bischof erledigt hast, die wilde Bestie besiegen, die dort aufgetaucht ist, und mir ihre Augen bringen. Ganz einfach. Ja, das klingt tatsächlich einfach. Oh, die sind so teuer. Zerstöre zerbrechliche Steine mit einer Berührung. Das klingt nicht schlecht. Hinterlasse beim Abrollen schwarzen Ichor. Auch nicht schlecht. Abrollensprengsatz. Gekauft. Wofür habe ich mein Geld denn sonst in dem Spiel? Das nehme ich an. Sortiere mal ein. Ja, ja, ist hier gut. Und das kaufe ich natürlich auch. Und wer hätte es erwartet? Die anderen zwei kaufe ich auch. Ich muss im Camp Kacke beseitigen. Die sind ein bisschen verätzt gerade. Zumindest ist das Symbol oben sehr, sehr orange und sehr, sehr niedrig. Na gut, haben wir alle gekauft. Zerstöre zerbrechliche Steine mit einer Berührung. Achso, das habe ich als erstes vorgelesen. Wunderbar. Was ist hier? Kann ich hier angeln? Weiß nicht, warum die Sicht... Vielleicht kommt da später was. Kleintier fangen. Kleintier fangen. Ja. Yeah. Oh, eine Krabbe als Tierform. Ist das schön. Dann haben wir hier Deko. 50 Öcken kostet das. Das hat 100 gekostet. Ich glaube, die findet man auch so, aber dann finden wir halt andere. Da hinten gibt es Followerformen. Natur für 40. Natürlich kaufe ich das. Kauft ihm auch sein letztes Stück ab. Oder sein bestes Stück. Ja, Pfade. Wunderbar. Müssen wir unbedingt mal überhaupt einsetzen. Sobald die Ressourcen dafür da sind. So, jetzt macht Papa kurz die Fäkalien weg. Und dann reicht's noch für Düsterholz, denke ich mal. Ich dachte, die gehen neuerdings in die Toilette. Nein, wer streitet? Oh, wie ist der gestorben? Weiß ich nicht. Der hat doch hier ein Bett. Ankriegen. Wieso ist er nicht in seinem Bett? Vier Holz hat jemand an mich geopfert. Haben wir sowas wie eine Gruft noch nicht? Dann muss ein einfaches Loch im Boden tun. So. Ja. Wieder meinen ganzen Holzvorrat hat es gebraucht. Jo. Dann sind wir ein bisschen der Tatortreiniger hier. Mal drin. Ist die Toilette? Doch, die müsste gebaut sein. Keine Ahnung, warum die nicht. Ist schon voll? Nö, oder? War doch nicht voll. Der hat ja wenig reingepasst. Er scheint jetzt wieder größtenteils in Ordnung zu sein. Okay, der ist auf jeden Fall voll. Kürbissamen. Andere Samen. Bitte. Du kommst hier und betest hier, ja. Du wirst bekehrt. Du bist ein Koprophil. Und gesetzlos. Du bist gegen Opfer. Ich kann zumindest verstehen, dass man gegen das eigene Opfer ist, so. Du musst aber beten. Beziehungsweise du kannst auch Holz machen. Bäume fällen. Bäume fällen, Bäume fällen, Bäume fällen. Immer eh zu wenige. Ist hier irgendwer am Arbeiten? Oh, du machst das, du klöppelst. Oh, keine Ahnung, schlaf halt die ganze Zeit. Ja, der kann dann auch Holz machen. Und? Oh, geht hier wieder gut. Ja, ist schon das Beste, was man hier glauben kann.
Der Traum hier, Bruder. So, du machst, arbeiten. Du machst Holz. Ich glaube, keiner überrascht. Also, ich glaube, ich habe meine arbeitsamen Dinger auch auf Missionen geschickt. Nur einer ist müde. Soll sich halt von allein hinlegen. Keine Ahnung, warum ich ihm das sagen soll. Von mir aus kann jeder ein Mittagsschläfchen machen. Ja, das reicht noch nicht. Schade. Wie sieht's aus mit dem Ritual? Das können wir... Achso, das ist hier oben. Ja, das wird noch ein, zwei Tage dauern, so wie das aussieht. Schade. Hätten gute Leute, die wahrscheinlich einiges bringen würden. So, dann Düsterholz, Düsterholz, Düsterholz. Und dann sind wir hier zum Blümchen sammeln. Einmal Fluch. Einmal Waffe. Ah, die zwei Holz sind echt schwer zu bekommen. Ich will meine... Mein Kriegshammer wieder. Ah, der Flug ist nicht schlecht. Ich mag die starke Attacke. Echt nicht schlecht von denen. Mann, das ist ein kleiner Dolch. Nicht Dolch, das ist ein Dolch. Die Frage ist, wenn man die Blümchen beisammen haben. Wollen wir dann noch das Auge beschaffen? Und da ist ja auch noch die neue Quest. Dass man jetzt nicht Leshy töten, sondern das Auge von einem, der ein Auge zu viel hat oder so. Kann man aber auch beim nächsten Mal machen. Wird vielleicht sonst zu lang die Folge. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern zwei Schaden zugefügt. Och, lieber ein halbes Herz mehr. Dankeschön. Obwohl, du hast noch ein Lagerfeuer. Das Fleisch nehme ich. Naja, Karten sind gezogen. Hab noch keine Blumen gefunden. Jordan. Ah, echt eine coole Waffe. Jetzt mit dem Spezialangriff. Komm schon. Blümchen. Wieso sind hier denn keine? Oh, Tarotkarte. Und Angriffstempo nochmal höher. Nice. Dann haben wir... Gehen wir mal hier zu dem Reliktvieh. Das Baumwolle. Händler. Quest irgendwas. Schauen wir mal nach. Ah, der Verrückte wieder. Werde kleiner. Den kleinen Gott gefallen, Chemachs Anhänger. Chemach hat sie selbst erschaffen. Was du nicht sagst. Gibt das hier was, wenn man die alle besiegt? Jo, ein bisschen Fleisch gab es. Ansonsten sieht's mau aus, würde ich sagen. Geht zumindest schön schnell. Nochmal Fleisch. Anhängerfleisch. Boah, sind eine gute Proteinquelle, muss man schon sagen. So. Was bimmelt denn hier blau am Icon? Hauptsächlich Wein, okay. Muss ich das echt so mühsam pflücken? Kann ich nicht einfach draufhauen? Ich kann draufhauen. Ja, meine liebste Art, Sachen zu ernten. Schade, dass die Trauben außenrum nicht gehen. Aber wir haben auch ein Blümchen bekommen. Oh, was soll's. Nehmen wir das, wo die mehr droppen. Mehr Gold ist mir besser. So, hier müsste man theoretisch rein, um das Auge zu holen. Zumindest ist die Waffe auch genial gegen solche Flugviecher. Wie heißen die? Vögel. So, Deko-Gegenstand. Steinsäule. Eine Ninja-Steinsäule. Wunderbar.
So, 6 von 8 gesammelt. Das läuft doch. Schwerter. Schwerter, die hängen. Tückischer Hammer 7. Sieht eher aus wie eine Axt. Egal, was du sagst. Wieder verwerten. Ist ein Hammer. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wahl war. Ich mochte die andere eigentlich, obwohl ich normalerweise die schnellen nicht so genial finde. Oh, die sind schlechter. Die sind doch schlechter. Was haben wir hier oben dann noch? Tja. Auf die Fräse. Herz. Das brauche ich doch. So, dann haben wir hier unten noch was. Lang nicht mehr gehabt, das Kühlschrankviech. Hab's nicht vermisst. So, irgendwas in den Kisten. Nö. Nix von Bedeutung. Schön wäre es, wenn das Steine gäbe. Ja. Heuballen. 7 von 8. Eine Deko noch vom gesamten Düsterholz. Nicht schlecht. So. Irgendein Zwischenboss. Oder ein Augenboss. Jo. Eichhörnchen. Vögel kann man natürlich vergessen. Und Blümchen. Und Knöchelchen. Nö. Gab jetzt nicht wirklich Knochen aus dem Knochenhaufen. Axt. Lieber eine Axt als ein Hammer. Obwohl... eigentlich ja, aber der Hammer macht echt schön Schaden. Wir recyceln die Axt. Wieder verwerten. So. Jetzt passt's. Schauen. Ich wurde getroffen. Tja. Dann haben wir hier den Einweg, der weitergeht Richtung Boss. Weiß nicht, ob es Zwischenboss, Augenboss, sonst was ist. Ansonsten machen wir hier links noch. Gefällt dir meine Krone? Hat Schemmer gemacht. Aus was? Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Na gut. Hab zwar nur 2, aber. Nehm mal trotzdem. So. Ja, da oben hängen so komische Sachen. Das sind der Artefakt-Typ. Das Artefakt, was wir hatten, war, uns kleiner zu machen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich mag meine Größe. Und zu groß war jetzt auch nicht gut. War nur praktisch mit der Reichweite. Boah, krieg ich gerade aufs Maul. Sag ich doch, dass ich aufs Maul krieg. Viel zu wenig geflucht heute. Zumindest in dem Run. Wenigstens ein blaues Herz. So, dann gibt's hier nichts mehr. Dann bin ich mal dran interessiert, was das für ein Boss ist. Oh. Zeuge. Oder Zeug. Da ist ein Zeuge. Interessant. Früher waren das einfach normale Zwischenbosse wieder. Aber ist ja nicht schlecht. Gut, wird es dann auch sein, gibt glaube nur einmal den Zeugen. Mensch, diese hüpfenden Würmchen und der Hammer, das verträgt sich einfach nicht.
nicht. Ja, die sind zu schlau für mich. Und zu agil. Mist. Okay, der ist ein bisschen nervig, weil er ja nur Feinde entstehen lässt, die dann, während er dann nicht mehr kämpft. Hammer ist nicht die richtige Wahl für die Gegnertypen. Wünschte, ich hätte das Kurzschwert behalten. Mist, zu weit weg. Jetzt müssen wir uns ein bisschen bedeckt halten. Wir haben nicht mehr so viel Herzchen. Ich glaube immer noch, dass das gut geht, aber muss mich halt ein bisschen vorsehen. Mehr ausweichen. Passend treffen. So, das war ein ganz okayer Schlag. So. Ja! Ja, mit deinem Auge. Jo, du wirst einmal konvertiert. Ab ins Kellergeschoss. Und dann... Jo, ich würde wahrscheinlich das Holz nehmen. Und wo ist das Auge? Auge? Augi, Augi? Keine Auge. Doch, da ist es. Gar nicht gesehen.